So, wir machen uns auf den Weg noch kurz nach Hause. Dass wir dann auch gleich wieder fit sind, um das neue Feld zu bestellen. So hieß es früher, bestellen. Nein, Matsch. Oh, Mann. Kann man den nicht irgendwie entwässern? Matsch. Ich glaube, wir haben hier... Haben wir? Ja. Ich wollte gerade nochmal sicher gehen, ob wir die die Fruchtzerstörung anhaben. Ja, so ist es halt. Da sind wir jetzt wieder daheim und dann tun wir mal gleich noch dahinter das Feld bestellen. Ja, wir könnten auch noch mal gucken. Nach den Spritpreisen 1,18. Es wäre ja böse, wenn der hier der günstigste wäre. 1,17. Na, ist gerade alles nicht so günstig. Das ist fertig, das ist fertig. Das hier ist ganz fertig, das ist auch ganz fertig. Was ist denn das? Ah, das Mähwerk. So, dann müssen wir aber jetzt, wenn das hier fertig ist, dann müssen wir hier jetzt auf jeden Fall mal die Ernte heimbringen. Ja. Weiß leider immer noch nicht. What the fuck? Was ist denn das? Das sehe ich jetzt das erste Mal. Was ist das? Hä? Alter, krasse Scheiße. Sind die einzelnen Dinger. So, ich habe auf jeden Fall wieder meine Pause-Taste gefunden. Weil eigentlich hatte ich ja zwischen den Folgen, wenn ich die Ernte zum Beispiel eingebracht habe, habe ich ja immer Pause gemacht. Ups. Bin ich aus Versehen ausgestiegen. Und die Taste hatte ich aber jetzt irgendwie vergessen. Aber jetzt habe ich sie wieder. Das ist sehr gut. Und ich merke gerade, wir haben ein kleines Problem nachher. Weil hier kommt auch wieder Heu, Stroh raus. Und das müssen wir auch nachher wieder einladen. Naja. Auf jeden Fall Pause-Taste wieder gefunden. Es liegt auf F1. Falls ich es irgendwann wieder vergesse, glaube ich aber nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Wir fangen jetzt an, das Feld hier abzuernten. Und wir sehen uns dann in den letzten Zügen wieder, so wie immer. Bis später. So, Leute, wir haben jetzt schon, ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal abbunkern.
bei diesem Feld. Und wie ihr da hinten sehen könnt, liegt da immer noch einiges oder steht immer noch einiges auf dem Feld. Ich vermute jetzt allerdings, dass der Anhänger gleich voll sein wird. Und dann müssen wir den erstmal leer machen. Weil ich glaube, ich probiere es mal. Aber es ist schon mega viel, was dabei rumkommt. Hätte ich jetzt eigentlich so nicht erwartet. Wir machen jetzt kurz hier noch das bisschen fertig. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir jetzt nochmal drüber fahren. Jetzt gucken wir jetzt mal. Inzwischen habe ich auch ein bisschen die Statistiken, die wir vorhin hatten, die man via F8 aufrufen kann, studiert. Mir ist allerdings nichts aufgefallen, wieso ich ab und zu so FPS-Einbrüche habe. Ich glaube, das liegt eindeutig an der Karte. Ich habe überlegt, ob es der RAM ist, aber der RAM ist es nicht. Weil der RAM hat ja eigentlich immer noch 500 MB Puffer. Also, wenn ihr einen Tipp habt, schreibt es in die Kommentare. Ich finde es halt ein bisschen schade. Dass man hier solche Einbrüche hat, weil das Spielerlebnis leidet schon ein bisschen darunter. Muss man einfach dazu sagen. Muss man auch ehrlich sein. Wenn es dauernd hin und her ruckelt, das ist einfach weder für mich schön als Spieler, noch für euch schön als Zuschauer. Ja, aber ich kann als selber, glaube ich, nichts daran ändern. Wenn ich es doch kann, wäre ich eben dankbar, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Dann könnte ich nämlich dagegen was unternehmen. Solange ich das eben aber nicht weiß, wird es schwierig. So, ihr seht auch, dass mein Geld immer wieder weiter wächst. Das liegt einfach daran, dass wir hier ja verschiedene gewinnbringende Gebäude noch besitzen. Zum Beispiel ein Windrad, glaube ich, eine Solaranlage. Lauter solche Sachen, die bringen uns natürlich konstant Geld. Das ist ein netter Nebenverdienst. Den ich auch nicht missen möchte, ja. Also ich meine, es sind jetzt fast 7000 oder noch mehr Euro gewesen, die wir da jetzt gekriegt haben. In der kurzen Zeit, an einem halben Tag. Das ist schön. So. Wir kriegen es auch hin, dass wir das Feld jetzt voll fertig machen. Mit der Füllung vom Mähdrescher. So müssen wir erstmal
nicht nochmal abbunkern. Fahren wir halt mit dem vollen Drescher nach Hause. Ist ja auch nicht so schlimm. So, gut. Ich kann den nicht zumachen. So. Gut, Mähwerk aufgeladen. Ich glaube, der konnte ja nicht. Der konnte leider keinen Anhänger dran machen. Und es sieht im Moment so aus, als würde man den offen nach Hause fahren müssen. Aber können wir halt nicht ändern. Es gibt leider, glaube ich, auch keinen. Doch, da hinten gibt es einen Feldweg. Dann fahren wir über einen Feldweg nach Hause. Wollen nicht, dass wir Ärger kriegen. Natürlich wird das Korn jetzt ein bisschen verunreinigt. Aber ja, es geht schon. So, jetzt hier natürlich mal wieder durchs Matschloch. Wie soll's denn auch anders sein? Auf jeden Fall, dieses Feld hat uns 48, nee, 36, 43, 44.000 Tonnen Weizen eingebracht. Das ist eine ganze Menge. Nein, Matschloch. Naja, der hat so große Reifen und so viel PS, bei dem macht es jetzt nicht so viel aus bei dem Mähdrescher. Ich bin gerade am Überlegen, ich guck mal, ob ich hinten rum reinfahren kann. Es wird vielleicht ein bisschen eng. Ah. Was eine Sauerei. So. Und dann gucken wir mal, ob das hier sogar geht. Yo! Yo, wie krass das geht. Kann direkt in Silo einlagern, vom Mähdrescher aus. Gut. Challenge bestanden. Ich guck mal, ob ich das Mähwerk oder das Schneidwerk hier noch dran krieg. Das wäre nämlich das Optimum.
Das Optimum, dass wir nicht nochmal herfahren müssen. Wird natürlich wieder ein langer Zug. Aber wir probieren es mal. Yo. Und zwar sofort auf Anhieb. So ist das wirklich schön. Natürlich alle Warnleuchten an, weil mit einem 40, 50, 60 Tonnen Zug muss man aufpassen, ja. Was jetzt komisch ist, ich habe gerade keine jetzt kommen die FPS-Einbrüche. Aber ich glaube, hier komme ich nicht rein. Schande. Ja, okay, dann nehmen wir die vordere Einfahrt. Da haben wir mehr Spielraum. Da ist die Einfahrt größer. So, dann wird erstmal der abgekoppelt und dann wird ausgeladen. Kann mal gucken, wie viel Zeug, 95.000 haben wir jetzt eingelagert. Die stelle ich jetzt aber einfach mal hier hin. Die brauchen wir ja bald wieder. Verdammt. Das Mähwerk jetzt noch zu platzieren, das wird auch noch ein Clou. Genau deshalb. Oh, Schande, hey. Ich will da rein. Was ist denn jetzt? Jetzt hängt er am Silo, hä?
Gut. Steht. Dann noch den Mähdrescher und dann war's das für heute. Sauber. Alles aufgeräumt. Gereinigt jetzt nicht unbedingt. Das Problem, was wir jetzt haben, ist natürlich mit unserem Ladewagen. Aber darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ladewagen ist nämlich voll. Das heißt, wir müssen irgendwie überlegen, wie wir den Ladewagen leeren können. Oder ob wir uns wirklich hier den Ballenwagen mal mieten, um dann ein paar Ballen zu pressen. Das wäre wahrscheinlich, ja, denke ich, eine bessere Option. Aber wie gesagt, davon mehr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like oder Kommentar, Abo, whatever ihr want. Everything is fine. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.